Wir freuen uns jetzt sehr, dass wir jetzt Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzenden der Linken, auf der Bühne begrüßen dürfen. Ebenfalls auf der Bühne bitten wir Selim Dardelen, Mitglied des Deutschen Bundestages aus Bochum, die Linke, und Hakan Taş, Mitglied der Linke. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich begrüße hier auf dem Platz alle Menschen türkischer Nationalität, alle Menschen kurdischer Nationalität, alle Aleviten und selbstverständlich alle Deutschen und alle anderen, die hier anwesend sind. Erdogan ist zu einem Besuch in Deutschland und trifft sich mit der Bundeskanzlerin. Und die Bundeskanzlerin wird all das nicht rügen, was man einmal dringend rügen muss und was sie auch bei anderen nie durchgehen ließen. Ich verstehe nicht, warum kann Erdogan nicht akzeptieren, dass es neben Menschen türkischer Nationalität auch Menschen kurdischer Nationalität gibt? Warum können sie nicht leben, wie sie wollen? Und warum wird dagegen nichts oder fast nichts gesagt von den Regierungskreisen? Ich verstehe auch nicht, warum Menschen christlichen Glaubens, nämlich die Aleviten, verfolgt werden. Was ist denn das für eine Art Religionsfreiheit? Es ist überhaupt nicht nachzuvollziehen, was dort passiert. Ich möchte auch nicht, dass in Deutschland Menschen diskriminiert werden, nur weil sie muslimischen Glaubens sind. Auch das müssen wir immer wieder feststellen und auch dagegen müssen wir uns ganz entschieden wenden, hier in Deutschland. Aber ich möchte, dass die türkischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger alle gleich behandelt werden. Und ich will es Ihnen auch hier so offen und deutlich sagen. Für mich bedeutet Religionsfreiheit, dass ich Menschen